Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich euch die neue Erweiterung von Concordia vorstellen, ja, vom PD Verlag und Marc Gerz, und zwar Venus Erweiterung. Ja, habe ich von der Messe mitgenommen damals und war jetzt schon sehr gespannt, wie sich die Erweiterung jetzt spielt. Was ist da neu? Ja, ihr könnt in einen Team-Modus gegeneinander antreten. Hört sich erstmal sehr spannend an, in meinem Eurogame einen Team-Modus einzubauen. Ich kann nur so viel sagen, das Ganze ist richtig gut gelungen, und was sich jetzt in dieser Box befindet, erkläre ich euch jetzt auf dem Tisch, und wie das Ganze dann abläuft, ja, der Spielablauf sozusagen, welche Karten sind da drin, ja, das Ganze ist dann auch ziemlich schnell erklärt, und ich werde euch in der Beschreibung des Videos unten meine Regelerklärung zu Concordia noch verlinken. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und euch mal ansehen, wie dieses Spiel denn eigentlich funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Spieltisch und ich werde euch das Ganze jetzt mal zeigen. Bis gleich. Ja, dann werde ich euch gleich mal zeigen, was befindet sich alles in der Box. Und zwar seht ihr hier einen neuen Spielplan, Ionivum, und auf der Rückseite dann Hellas. Ja, und ich empfehle euch, wenn ihr das Spiel zu sechs spielt, dann nehmt diese Karte hier, weil die ist einfach viel größer, ja, und macht auch sehr viel Spaß zum Spielen. Da hat jeder dann genug Platz hier, sich auszubreiten. Also wirklich eine schöne Sechs-Spieler-Map. Ja, wenn ihr diese hier nehmt, dann habt ihr auch ein eigenes Brett dazu. Ihr habt ja gesehen, auf der Rückseite bei Hellas ist es noch implementiert. Die Karte ist größer, von daher habt ihr hier das Board für die Kartenauslage zum Einkaufen hier extra. Was heißt, ihr braucht schon einiges an Platz auf dem Tisch. Ja, dann bekommt ihr natürlich noch Material für einen sechsten Spieler. Ah, da ist dann der weiße Spieler dabei und hier einen aktiven Spielermarker. So, also, wir haben es zu sechs gespielt. Die Teamvariante geht von 4 bis 6 Spielern. Und ihr bekommt in diesem Spiel auch noch neue Kartensets. Ja, also für alle 6 Spieler sind hier neue modifizierte Handkarten dabei. Wir sehen können schwarz, blau, rot, weiß, gelb und so weiter. Und es gibt neue Karten für die Einkaufsauslage inklusive der neuen Gottheit oder der neuen Göttin, und zwar Venus. Ja, schauen wir mal. Die sieht dann so aus. Ja, also hier sieht der Venus. Ja, wie ich euch in dem Video schon erklärt habe, in der Regelerklärung, bei dem Spielaufbau ist es auch schön beschrieben, wie er das durchführt. Also je nach Zeitalter sortieren. Hier bei dieser Teamvariante gibt es je nach Spieleranzahl dann noch Symbole, auf die ihr achten müsst. Aber ihr habt dann auch eine Auslage von 30 Karten, also 30 Karten, Zeitalterkarten in diesem Spiel. Wie gesagt, auch neu alle, und das Ganze natürlich auch in Englisch und Deutsch vorhanden und eben diese neuen Spielerkarten. Ja, und das Teamspiel jetzt. Beim Teamspiel ist es erstmal wichtig, ihr müsst eine Sitzreihenfolge beachten. Um euch das besser darstellen zu können, sehen wir uns einmal den Spielaufbau an. Ja, auch wieder hier ein extra Sheet, der ist auch Englisch und Deutsch. Und wenn ihr das Ganze zu sechst spielt, müsst ihr euch so an den Tisch setzen, dass euer Partner immer gegenüber von euch sitzt. Ja, zum Beispiel Spieler 1 ist mit Spieler 4 im Team, Spieler 2 mit Spieler 5 und Spieler 3 mit Spieler 6. Wenn das Spiel dann beginnt, dann wird der Marker dann 1, 2, 3, 4 jeweils der aktive Spieler weitergereicht. Und wie das funktioniert, ist auch ganz einfach, und zwar: Wenn jetzt dieser Spieler an der Reihe ist, spielt seine Karte aus, dann darf gleich danach sein Mitspieler denselben Effekt der Karte nutzen, den er gerade ausgespielt hat, also sein Partner. Ja, wie läuft das Ganze ab? Um das bildlich darzustellen, holen wir uns mal so ein Kartendeck. Ich zeige euch auch dann gleich die Karten. Also ihr habt die Sitzreihenfolge gesehen. Ja, mir gegenüber sitzt mein Partner, und wenn ich jetzt eine Karte ausspiele, zum Beispiel
kaufe bis zu zwei Personenkarten auf die Hand, dann spiele ich diese Karte, führe meine Aktion durch, kaufe mir Karten oder eben nicht, ja, je nachdem, wie ihr das besprochen habt vielleicht, und dann ist mein Mitspieler an der Reihe und darf dieselbe Aktion nochmal durchführen, als hätte er die Karte selber gespielt. Ja, so geht das dann eben reihum in euren Sitzplan. Das heißt, wenn ihr eure Karte gespielt habt, gebt ihr den Startspiel, also den aktiven Spielermarker weiter. Ja, dann macht der links von mir wieder seine Aktion und sein Gegenüber macht das Gleiche. Ja, so verläuft dann das ganze Spiel und am Ende des Spiels werden dann die Siegpunkte beider Spieler eben zusammengerechnet und das bessere Team gewinnt. Ja, was gibt es noch Besonderes zu beachten? Und zwar das Geld, das ich jetzt natürlich nicht aufgebaut habe. Der Ressourcenpool, also die Ressourcen, die ihr habt, einlagern könnt, die sind bei jedem Spieler eigens zu handhaben. Ja, also da haben die Teammitglieder keinen Zugriff drauf, aber bei dem Gold schon. Ja, ich könnte jetzt, wenn mir Gold fehlt oder wenn ich eben welches brauche, könnte ich mir einfach von meinem Partner Gold nehmen, ohne fragen zu müssen, und könnte es dann verwenden. Ja, wenn ihr das mit Absprachen spielt, dann solltet ihr natürlich schon fragen, ob er es braucht oder nicht, aber generell könnt ihr dem Partner sozusagen das Gold wegnehmen. Ja, ansonsten ist alles beim Alten, ganz normal das Standardspiel, und am Ende gewinnt das Team, das eben die meisten Siegpunkte hat. Ja, der neue Gott, also die neue Göttin sozusagen, Venus, gibt euch die Fähigkeit, wenn ihr im Solo-Spiel, ja, also ich sage jetzt im normalen Multiplayer-Spiel, zwei Häuser in einer Provinz habt, dann bekommt ihr zwei Siegpunkte, glaube ich, sind das, pro Karte, die ihr dann habt bei Venus. Oder eben einen Siegpunkt, nicht Vesta, Venus hier, zwei Siegpunkte pro Haus. Und im Teamspiel ist es dann so, jedes Teammitglied muss ein Haus in derselben Region besitzen, um hier den Bonus zu bekommen. Ja, ich sehe da nochmal kurz nach, Bonus bei Venus, seht ihr auch hier, beide Partner mindestens ein Haus, bekommt das Spiel einen Siegpunkt, genau, maximal Punkte je Karte, Anzahl der Provinzen. Ja, ihr seht schon, wenn ihr alleine spielt, bekommt ihr zwei Punkte. Wenn ihr dann zu zweit spielt, sollte jeder ein Häuschen haben, dann gibt euch jede Karte einen Siegpunkt, wenn ihr das geschafft habt. Ja, dann zeige ich euch jetzt noch einmal ein paar besondere Karten. Wie gesagt, diese Karten wurden ja für das Teamspiel angepasst, also alles neu hier. Manche sind auch noch gleich. Hier haben wir den Magister wieder, nutze deine zuletzt ausgespielte Personenkarte. Ja, ihr seht schon, meine zuletzt ausgespielte Personenkarte von Venus, sehr cool. Ja, lässt auch wieder einiges an Strategie zu, finde ich echt schön. Dann hier der Prätor, kaufe eine Karte auf die Hand. Die Auslage wird erst nach dem Partner aufgefüllt. Ja, ihr seht schon, ich kann mir eine Karte kaufen, danach natürlich der Partner auch, weil er dieselbe Aktion macht. Aber eben nur eine Karte statt zwei Karten. Ja, dann haben wir den Diplomat, der Klassiker, nutze die von einem Gegenspieler zuletzt ausgespielte Karte, und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, ich spiele diese Karte, mein Teampartner kann dann auch wieder eine andere Karte eines Gegenspielers benutzen. Hier Kolonisten bewegen und danach bauen. Dann haben wir hier, lass eine Provinz produzieren vom Präfekten und nehme den Provinzbonus, auch klassisch Saturnus. Hier drei Sesterzen nehmen und Handel treiben in bis zu zwei Warensorten. Dann haben wir hier den Tribun, nimm alle Karten auf die Hand, den kennt ihr ja schon. Bekommt dann eine Sesterze ab der vierten Karte und könnt Siedler bauen. Und hier speziell der Legat. Dein Partner spielt eine Karte aus, zuvor darfst du seine Karten ansehen und eine empfehlen. Ja, das läuft dann so ab, ihr spielt diese Karte, dann darf mein Partner einfach auch als Aktion, also eine Karte von seiner Hand ausspielen und seinen Effekt nutzen. Das ist dann nützlich, wenn ihr seine Aktion braucht. Ja, das läuft dann so ab, er spielt die Karte aus, und ihr bekommt auch dann den Effekt, den seine Karte hergibt, aber er nutzt seinen Effekt zuerst.
Ja, ganz wichtig, also auch eine Teamkarte hier. Ihr könnt seine Kartenhand ansehen, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ihr seine Karten sehen könnt und dürft ihm dann einfach eine empfehlen, er muss sie aber nicht ausspielen. Ja, dann hier kauft bis zu zwei Personenkarten auf die Hand. Ja, und die neuen Karten, die ihr dann kaufen könnt in den Zeitaltern, sind halt ähnlich, ja, nur ein bisschen besser manchmal noch. Und ich halte es mal in die Kamera. Hier zum Beispiel Präfekt, Architekt ist noch speziell. Wähle Präfekt oder Architekt, dein Partner nutzt die andere Aktion. Also auch ziemlich cool gemacht. Du wählst Präfekt, dein Partner bekommt den Architekten. Ja, das sind die neuen Karten. Hier der Prokonsul. Kauf eine Personenkarte außer Prokonsul. Ohne Zusatzkosten auf die Hand, danach spielt der Partner eine seiner Karten und nutzt sie allein. Ja, also alles schön selbstredend hier dargestellt. Ihr kauft euch eine Karte ohne Zusatzkosten und dann darf euer Teammitglied einfach eine Karte spielen, als wäre er gerade an der Reihe. Das wären eigentlich auch schon die hier speziellen Karten. Ihr seht schon, Venus gibt euch immer die optionale Entscheidungen, Architekt oder Mercator, der Partner macht dann was anderes. Präfekt oder Mercator, also hier auch eine gesunde Mischung der Aktionen. Ja, das wäre es eigentlich zur Teamvariante. Und jetzt gibt es halt, sage ich mal, zwei Optionen, wie ihr das spielen könnt, je nachdem, wie ihr es spielen möchtet. Und zwar, ihr könnt es spielen, dass ihr euch absprecht mit den Aktionen, die ihr durchführen wollt, mit der Taktik, wie ihr hier die Ländereien besiedeln wollt, wie ihr produzieren wollt, das ist alles möglich. Also voll kooperativ, wenn ihr möchtet, totale Kommunikation, nur die Handkarten dürft ihr euch nicht zeigen. Oder ihr spielt einfach den Modus, den ich letztens gespielt habe und der ist voll cool. Ihr sprecht keine Absprachen mit eurem Partner zusammen. Welche Karten euer Partner ausspielt, der lässt euch sozusagen überraschen, was er macht und freut euch dann auch über die Karte, die ihr gespielt habt. Ihr könnt zwar fragen, ob ihr Geld nehmen dürft, ja, wenn ihr sagt nein, dann könnt ihr es zwar trotzdem machen, aber vielleicht passt es ihm ja nicht. Generell bevorzuge ich diese Spielvariante mehr, denn wenn ihr zu sechst spielt, ja, würde das extrem lange dauern, das Spiel, wenn ihr euch immer beraten müsst mit eurem Spielpartner. Und so habt ihr auch ein wirklich tolles Spielerlebnis. Ihr spielt einfach die Karte, wie ihr es für richtig hält. Der andere spielt die Karte, die er für richtig hält und berät euch nicht. Ja, ihr macht euch vielleicht aus, wo ihr besiedelt ihr euch, komme ich rüber und baue ein Haus. Das kann man sich schon ausreden, aber nicht die Strategie, welche Karte man ausspielt. Ja, das ist echt cool gemacht, finde ich, und ist immer wieder toll, wenn man sieht, ah, der Partner nutzt die Karte von einem Gegenspieler und ich kann das dann auch machen. Sehr cool, aber dazu gleich im Fazit mehr. Ja, das war's zur Teamvariante. Also zusammengefasst, neue Karten für das Spiel. Euer Partner darf die gleiche Aktion nutzen. Ihr bekommt eine neue Landschaft dazu. Also eine sehr, sehr coole Erweiterung. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Fazit. Ja, wie finde ich denn dieses Spiel jetzt in dem Fazit zusammengefasst? Ja, materialtechnisch brauchen wir nicht drüber reden. Ah, tolle Qualität wie immer vom PDE Verlag. Ja, Spieleranzahl 4 bis 6 Spieler im Teammodus. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch solitär spielen, aber mit den speziellen Teamkarten dann kommt dieser Teammodus eben hinzu, was auch wirklich sehr gelungen ist. Also bis 6 Spieler könnten dann auf dem Tisch sitzen. Einziger Nachteil, ihr braucht dann ein bisschen mehr Zeit und richtig viel Platz auf den Tisch. Ja, was halte ich jetzt davon generell? Also müsst ihr euch vorstellen, Teammodus in einem Eurogame. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll und ist das überhaupt lustig. Da muss ich sagen, definitiv ja. Warum? Weil es einfach eine tolle Idee ist, dass ich eine Karte ausspiele und mein Teammitglied dieselbe Karte auch durchführen darf. Ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben das zuletzt zu sechst gespielt, also maximale Spieleranzahl. Da müsste man sich denken, man sitzt die halbe Nacht dran. Nein, das war nicht der Fall. Es sind ja immerhin noch dieselben Siegbedingungen, dass man
alle Karten kaufen muss von der Auslage, ja, dann ist das Spiel zu Ende. Oder es hat jemand 15 Häuser gebaut, dann ist auch das Spiel aus. Das heißt, die Spielzeit ist in etwa gleich, als würdet ihr es nicht im Teammodus spielen, sage ich mal. Aber wenn ihr 6 Spieler nicht im Teammodus spielt, dann würde das Spiel dann schon extrem viel länger dauern. Aber was ich sagen will, ist einfach, es dauert nicht lange, wenn es mit dem Modus spielt, der sich gegenseitig nicht immer verabredet und Taktiken ausdenkt, weil dann würde es wirklich schon einiges an Zeit kosten. Wir haben für diesen Teammodus knapp 3 Stunden gebraucht zu sechst. Das finde ich voll in Ordnung. Ja, warum? Ich bin nur mit 9 Spielern zusammengesessen, mit denen ich jetzt gleich den Teammodus gespielt habe. Und das Coole daran ist ja, dass euer Partner, wenn er dieselbe Aktion macht, auch nicht lange warten muss, bis er wieder an der Reihe ist und irgendwas machen kann. Ja, also würdet ihr es zu sechst jetzt spielen im Solo, dann macht ihr eine Aktion, müsst alle 5 Spieler abwarten und seid wieder dran. Nein, dadurch, dass ihr euch gegenüber sitzt, ist das 6-Spieler-Spiel so in etwa wie ein 3-Spieler-Spiel gewesen. Ja? Und die Zeit erhöht sich da wirklich nicht extrem. Ja, hier ist angegeben 60 bis 120 Minuten. Ich würde eher sagen, 100 bis 180 Minuten würde das Ganze dann dauern. Wenn ihr sehr erfahren seid, dann kommt ihr auch sicher auf die 120 Minuten hin bei diesem Spiel. Aber es ist wirklich sehr cool gemacht, dass sich das zu sechst auch irgendwie angefühlt hat, als würde man es zu dritt spielen. Also das ist dann echt sehr, sehr schön gemacht. Ja, ich finde es auch ganz lustig, dass man das Geld der Mitspieler stehlen kann, wenn einem gerade mal ein Gold fehlt, ja, oder ein Geldstück, dann bedient man sich, ob da kann sich der andere gar nicht helfen. Aber ihr müsst euch dann natürlich auch bewusst sein, dass es euer Teampartner ist und ihr den vielleicht auch fragen solltet, ob denn das denn jetzt recht ist. Ja, generell empfehle ich es euch, wenn ihr es mit vielen Spielern spielt, wenn ihr es zu sechs spielt, spielt einfach die Variante, dass ihr gegenseitig das Ganze jetzt, dass ihr es nicht alles total besprecht, ja, welche Taktiken und Strategien fahren wir, lasst euch da überraschen, welche Karten der Gegner ausspielt. Das ist zum einen total cool, ja, weil man sich freut, weil man es nicht erwarten kann, welche Karte spielt er, welche Aktion bekomme ich. Und die Zeit bleibt dann wirklich auch im Rahmen und das ist ja auch sehr wichtig. Ja, im Vierspielerspiel würde ich das auch natürlich definitiv in der kommunikativen Variante spielen. Ja, das sind dann nur 4 Spieler am Tisch. Das heißt, da ist das dann zeitlich auch gut im Rahmen drin. Aber die harte Variante, dass man eigentlich nicht miteinander redet, ja, eigentlich wirklich nichts sagt, das ist echt total lustig und cool. Und ich finde es in dem Spiel wirklich gut gelungen. Ja, es lässt sich auch wunderbar mit den anderen Erweiterungen kombinieren, mit den anderen Spielplänen, die es noch dazu gibt. Und ja, ich kann es nur empfehlen, wer das Spiel mal ein bisschen anders spielen will, in einer Teamvariante, der sollte sich die Erweiterung auf alle Fälle holen. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung für diese Erweiterung von Concordia. Und ich muss dazu sagen, ja, ich liebe dieses Spiel einfach. Und es gibt noch keine Erweiterung. Ja, Salzer ist genial, fügt sich toll ein. Die ganzen Spielpläne sind sehr cool und durchdacht gemacht. Ja, eigentlich gibt es zu diesem Spiel nichts, was ich nicht empfehlen würde, was ihr euch dann dazu kaufen könnt oder holen könnt. Also rundherum eine Empfehlung von mir, macht wirklich Spaß hier diese Teamvariante zu machen. Auch die neue Göttin mit diesem, dass man 2 Häuser in einer Provinz braucht, finde ich auch gut gelungen. Die hat auch durchwegs, jetzt weiß ich nicht, ob ich es gezeigt habe, auch mehrere Götter auf einer Karte vorhanden. Ist auch mal nice, muss man aufpassen, dass man das dann bei der Wertung nicht übersieht. Aber sonst, wenn ihr das Spiel besitzt und ihr es regelmäßig mit mehreren Spielern spielt, dann holt euch das Teil. Und das Ganze gibt es jetzt natürlich auch in einer großen Box, in der das Grundspiel enthalten ist, plus die Venus-Erweiterung, oder ihr holt euch einfach nur diese schmale Box mit der Venus-Only. Hier seht ihr nochmal das Spielmaterial. Ja. Ja, BD Verlag ist auch einer meiner Lieblingsverlage. Ich schätze die Leute da und die sind total nett alle und machen wirklich einfach nur tolle Spiele, die mir richtig gut gefallen. Concordia ist wirklich ein Klassiker, der immer wieder cool ankommt, der jedem gefällt.
Ja, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe das gestern mit fünf neuen Leuten gespielt und jeder fand das Spiel extrem gut. Ja, ein paar wollten sich das Spiel dann auch gleich kaufen. Also von daher immer wieder gut, tolle Erweiterung. Und das war's zu dem Video zu Concordia Venus Erweiterung. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video von mir wieder. Ein schönes Wochenende noch. Euer Streamboard Gamer. Ciao.